Mortis Garage. Heute wechseln wir den Auspuff an einer Saxonette. Hallo Freunde, heute wollen wir mal an einem Saxonettenmotor den Auspuff wechseln. Ich hatte letztens zweimal dieses Vergnügen, den Auspuff wechseln zu dürfen und hatte doch einige Probleme gehabt. Allerdings, wenn man weiß, wie es geht, ist es eine recht einfache Sache. Die Auspuffe an den Saxonettenmotoren, sofern man keinen Umwelt- bzw. Tuningmodul dran hat, da passiert es doch öfters, dass die zugehen und dass dann keinerlei Leistung mehr aus dem Motor herauskommt. So kommt es doch öfters mal vor, dass man einen neuen montieren muss, um wieder vorwärts zu kommen mit dem kleinen Gerät. Denn 0,7 PS sind ja so auch nicht das meiste und wenn dann noch weniger rauskommen, macht es keinen Spaß. Also ich habe hier schon etwas losgeschraubten Auspuff. Normalerweise braucht man für dieses, als Werkzeug für diese vier Schrauben hier unten ein T30 Tox-Werkzeug, weil die Originalschrauben hier so sind. Sollte man auch unterwegs immer mithaben, so eins. Ich habe bei diesem Auspuff schon die Schrauben gewechselt und zwar in ganz normale 10 mm Sechskantschrauben. So brauche ich da nicht unnötig viel Werkzeug unterwegs mitzuschleppen. Vier Schrauben sind zu lösen und das machen wir jetzt. Wie ihr seht, habe ich den Auspuff jetzt gerade abgebaut und sehe, dass dieser Dichtungsring, der hier drin liegt, schon vollkommen platt gedrückt ist. Dadurch kann es natürlich passieren, dass der Auspuff nicht mehr allzu leise ist. Auch das Wechseln des O-Ring-Dings müsste öfters geschehen, weil die Hitzeentwicklung doch teilweise höher ist, wie der Ring vertragen kann. Zu verwenden sind nur Vito-Ringe, die hitzebeständig sind. Die gibt es in zwei Größen. Einmal mit einem Durchmesser von 2,5 mm für die Originalauspuffe und einmal im Durchmesser von 3 mm für Zubehör-Sito-Auspuffe. Sollte man darauf achten, sonst passt es nicht oder es wird nicht dicht. So, jetzt brauche ich erstmal den alten Ring heraus. Man sieht, es ist eigentlich nur noch in Bruchstücken vorhanden. Ist nicht sehr gut. Wichtig ist, dass diese Dichtfläche innen doch relativ sauber wird. Und dann hat man die Aufgabe, die ehrenvolle Aufgabe, den neuen Dichtungsring hier wieder reinzuporkeln. Es ist nicht ganz einfach, aber man braucht ein bisschen Geduld und Zeit dafür, damit er dann auch richtig innen anliegt. Hier ist so eine kleine Nut drin, wo der Ring komplett anliegen soll, damit der Auspuff auch gut abdichtet. Ich habe es jetzt geschafft, den Ring sauber in diese Nut hier einzulegen. Damit man besser den Auspuff montieren kann, empfehle ich vorher, jetzt erst, nicht vorher, diese Fläche ein wenig mit Kupferpaste einzureiben, damit das alles ein bisschen gleitfähiger wird. Mit Kupferpaste kann man nichts verkehrt machen. Es ist auch so, dass der Auspuff ein bisschen am Zylinder hin und her rutscht. Deswegen war dieser alte Ring doch ziemlich hier verschlissen. Der Auslassstutzen vom Auspuff muss natürlich entsprechend auch sauber und gereinigt sein, damit der Ring auch sauber drüber rutschen kann beim Montieren. Und anschließend werde ich auch diese Flächen mit Kupferpaste einstreichen, damit da auch ja nichts passiert. Den Fehler, den man jetzt anschließend macht, ist zu versuchen, den Auspuff jetzt hier direkt drauf zu drücken oder drunter zu drücken. Und wenn man das dann macht, rutscht der Auspuff entweder gar nicht rein oder dieser Ring, der rutscht rein. Das ist natürlich ein Problem. Da wird dann so ein Motor trotz eingepressten Ring überhaupt nicht leise
und er bleibt laut. Also das ist die verkehrte Vorgehensweise, den Auspuff direkt zu versuchen, auf den Stutzen zu drücken. Hier sollten wir eine andere Methode anwenden, die sicherer ist und die erheblich angenehmer ist bei der Montage. Also mit der anderen Methode legt man den Auspuff locker drauf, um dann alle vier Schrauben erstmal von Hand vorzumontieren. Ohne Druck auf den Stutzen auszuüben. Erstmal alle vier Schrauben locker handfest festmachen. Und der Trick kommt jetzt erst. Wenn man hier sieht, ist ja jetzt zwischen allen vier Schrauben ist jetzt Abstand. Und der Trick, den man jetzt machen muss, nach und nach reihenfolgemäßig alle Schrauben weiter anziehen, bis dann irgendwann der Auspuff sauber aufliegt. Hier muss man dann also mit Gefühl alles Millimeter, Zehntel Millimeterweise abwechselnd anschrauben und dann rutscht auch dieser Auspuffstutz sauber in den Auspuff rein, ohne dass die Dichtung wieder aus ihrer Lage, ihrer Nut verdrängt wird. Ob die Sache nachher auch gut funktioniert hat, merkt man dann aber auch später, indem man sich mal ein bisschen auf die Lautstärke des Auspuffs einstellt. Bei den letzten beiden Malen hat diese Methode bei mir doch ganz gut geklappt. Und ihr seht, es ist nicht schwer, aber mit Gefühl und mit Überlegung kriegt man das doch gut hin. So, gleich haben wir es. Immer mal kontrollieren, wie die Abstände sind. Aber ich sehe, es sieht sehr gut aus. Wir sind fertig. Der Auspuff ist dran. Und das Schöne ist, er dürfte jetzt auch ein ganzes Stück leiser sein wie vorher, weil wir eine neue Dichtung eingebaut haben. Und wenn ein Auspuff zu ist, fackelt nicht lang. Neue Auspuffe gibt es ab 25 Euro. So, meine Freunde, das war's für heute. Ich freue mich auch auf den nächsten Sportis Garagefilm. Bis dann, euer Sporty.